So, da sind wir wieder bei Minecraft Aurea. Beim letzten Mal sind wir fast einen Turm runtergefallen und eventuell fast gestorben, aber heute nicht. Und der Tadel ist auf dem Server. Tudel, Muddel, Schnuddel, hallo. Jetzt. Jetzt. So. Okay. Wir hatten beim letzten Mal überlegt, hier Zauntüren reinzusetzen. Einen hatten wir nicht, das habt ihr in den Kommentaren geschrieben, dass ich das machen soll. Haha. Werde ich wahrscheinlich auch tun. Und ich muss in mein Haus noch gucken, weil Mr. Mommy schon vor 500 Parts gesagt hat, dass er mir was reingestellt hat. Was? Minecraft Aura hat doch keine 500 Parts? Doch, doch, das habt ihr nur nicht mitbekommen. Wir sind ja eigentlich gerade bei Part 5000. Ein Freund von dir bist du. Er hat mir Zaun gebracht. Okay, süß. Den stellen wir uns gleich auf. Nein, den lege ich natürlich hier. Der kommt da halt. Zauni. Obwohl, den könnte ich ja eigentlich im Inventar oder mit mir. Den setze ich doch aus Versehen hin. Ich lege ihn hier oben ins Inventar. Zauni. Ich werde ihn wahrscheinlich irgendwann vergessen und einfach hinsetzen, aber. Jetzt haben wir wenigstens Zauni dabei. Beim nächsten Mal bitte Frage, Pixelwolf. Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr, was er meint. Wahrscheinlich hat das Mr. Moore auch hingestellt, als er gerade da war bei mir im Haus. Shield. Stöcke. Stöcke. Nee. So. Zauntüre, 5 Stück. Perfekt. So. Schauen wir da mal. Ich lasse Zauni hier in der Kiste. Ich baue ihn auch sonst irgendwo hin. So leid es mir tut, Mr. Zauni, aber. Es ist eine zu große Gefahr, dass ich dich einfach irgendwo hin platzieren könnte. Ich könnte theoretisch hier schon einen Zaun vormachen. Nee, ich kann keine Zauntore machen. Ihr seid doch doof. Zauntore funktionieren doch nur. Alter, das ist weg. Ah, okay, doch, Zauntore kann man aber nur hinsetzen, wenn ein Boden runter ist. Aber dann... Hallo. Kaum gefährlich, was ich hier mache. Toll, jetzt muss ich dann unter jeden Block, wo ich ein Zauntor hinsetzen will, nochmal erstmal einen Block hinsetzen. Überhaupt nicht nervig. So, ich will aber nicht überall Zauntore. Nur so immer zwischendrin. Noch ein Stockwerk tiefer. Hier will ich noch einen. So dass ich ab und zu mir in den Stockwerken aussuchen kann, so in der Hälfte vom. Ja, das war doof. In der Hälfte vom Weg, dass ich dann einfach mir nochmal denken kann: Ach, ich höre doch, ich gehe doch nicht hoch. So, hier nochmal eins hin. Okay. Ah. Dann ins unterste Stockwerk wahrscheinlich noch hier sollte es sein, ne? Ja. Ich wollte schon doof nennen, dass man die nicht hinsetzen kann, aber mit Tricks geht das ja alles. Bin ja auch voll der Trickman. Ja, jemand, wenn man geduckt an einem Block läuft und dann hier runter geht, ist man kurz in der Luft und deswegen kann man dann runterfallen. Ja, wah. Das ist dann doof. Dann stirbt man. So wie ich letzte Folge. Oder bin ich letzte Folge doch nicht gestorben? Man weiß es nicht. So gemein gezwungen, dass ihr meine Folgen guckt. So, und hier wollte ich den Weg breiter bauen. Weil ich es doof fand. Ich generell hier alles noch recht doof. Was ist das denn für eine Plattform? Kennen wir die? Hallo Monsterplattform. Was bist du? Woher kommst du? Hä? Ich geh mal hier runter. Ah ja, da ist ein Weg dran gebaut worden. Da baut jemand gerade scheinbar eine Plattform. Der hat nicht bedacht, dass jetzt da Monster spawnen werden. Okay. Einfach ignoriert. Ich hab nichts gesehen. Ich mach mal das Geländer hier nochmal weg. Während ich hier am Bauen bin. Und werde einfach. Ja. Machen wir es uns am einfachsten. Reißen einfach die Wand jetzt hier nochmal ab.
Und machen es einfach generell eine Reihe breit. Wie kommt die Kuh da hin? Kann ich ja nicht mal da töten. Ist ja richtig gemein. So. Wow. Das Bauplatz-Kunst. Ich bin gut. Ich habe Blöcke platziert. So. Verholzen wir erstmal hier alles. Das ist schon mal schön. So. Und da würde ich gerne noch zwei Holzdinger haben. Perfekt. Und ich will dich versteinen. Und dann will ich hier wieder Zäune platzieren. Und Fackeln. Fackel da, Fackel hier, Fackel dort und Fackel da. So, bloß kann die Viecher hier spawnen. Da ist ja eine Fackel daneben. Gut. Okay, das sieht sehr seltsam aus. Weil da jetzt ein Block links daneben frei ist und da nicht. Ich könnte theoretisch... Das habe ich in der letzten Folge abgerissen, ich weiß. Ich muss halt ein bisschen rumprobieren, bis ich es schaffe. Ich find's toll, dass die Kiste sich füllt. So eine schwachsinnige Kiste. Und da sind einfach alle Leute. Ich muss auch einen Beitrag leisten hier. Für den Fackeln. Ich wollte mir was Neues basteln. Ah. Hä? Ha. Hä? Hä? Ha. Oh. Aha. So. Die neue verzauberte Axt. Fäll ich ein bisschen Holz und dann kann ich mir neue Fackeln basteln. Und dann kann den Weg dann gleich weiterbauen, während das Holz am Schmelzen ist. Während ich frisches Holz backe. Lecker Holzbrötchen. So. Und dann kann er auch gleich weg. Reicht ja. Wird zwar nicht aufgehen mit ein Stück Kohle, dass das alles schmilzt, aber egal. So. Jetzt wollte ich da ein Loch reinhauen. Ich brauche generell mehr Holz. Ja, das repariere ich gleich. So, und jetzt platziere ich doch wieder den Zaun da. Ja! Nee, ich will den Zaun nicht mal da haben. Ich will den eigentlich noch eins weiter links haben. Ich will hier nochmal eine Holzreihe. Okay. Dann will ich also das Holz auch hier weg haben. Wenn ich mich richtig verstanden habe. So. Aha, aha. I like it. Können wir eigentlich nicht hier auch eine bessere Lösung finden? Ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. So. Werkbank. Warum ist... Ach, das ist doch noch eine Werkbank. Bin ich doof? Ich bin doof. Danke. Schreibt mir alle, dass ich doof bin. Nein, tut's nicht. So. 12 Holz. Dann kann ich doch einfach jetzt hier so machen. Kann doch auch genauso da lang laufen. Theoretisch müsste ich eigentlich hier... Ich kann nicht aufhören. Ich bin minekraftsüchtig. Ich muss alle Wege reparieren. So. Dass wenigstens so gleichmäßig hier hingeht. Ja. Ist auch cool. Voll der hübsche Weg hier hingebaut. Das war bestimmt Huddle. Hallo. Ich hab gehört, ihr sprengt euch nicht in die Luft. Doch, tut ihr. Aber laut Manu tut ihr es nicht. Also, Manu hat gesagt, die Falle ist so sicher.
Ihr dürft euch gar nicht in die Luft springen. Das ist alles nur optische Einbildung, wenn ihr euch in die Luft springt. Ich will den mit der Rüstung töten. Aua. Guck mal, sogar die Zombies greifen mich dadurch an. Das ist keine hochqualitative Arbeit hier. Ich möchte mit dem Manager reden. So. Oh, hier ist das ein bisschen weiter oben als früher. Spinnenauge, das. Pfeile behalte ich. Die Knochen nehme ich mal die Hälfte mit. So, haben sie ja noch genügend. Fackeln bastel ich mir einfach daraus kurz. Zack. So. Und 8 Level habe ich wieder, um mein Zeug zu verzaubern. Das ist doch auch schön. So. Jetzt brauche ich ganz dringend mehr Holz. Wie auch nur Akazien angepflanzt werden. Ja gut, wir bauen halt alles mit Akazien, ne? Das hat sich halt schon so angeeignet bei uns. Ach, wären diese Bäume nicht so nervig hoch. Ich fände es cool, wenn es eine Verzauberung gäbe, die Range macht, also Reichweite. Ich habe übrigens gestern einige Alpha-Gerüchte von Bloodborne, also dem neuen Spiel von From Software, was natürlich wieder ähnlich wird wie Dark Souls, was ich auch gut finde. Möchte ich kurz vorher anmerken, weil ich weiß, dass sich viele beschweren, dass es ein ähnliches Spiel wird. Ich finde es aber gut, weil ich das Spielprinzip eben mag. Gelesen oder es scheint einige Konzepte zu geben, die das Spiel recht interessant werden lassen könnten. Also natürlich für Spieler, die Dark Souls auch mochten. Man kann da, scheinbar hat man irgendwie so eine Art verfluchtes Herz. Man kann auch so Blut sammeln und so weiter und dann irgendwie auch die Seele von einem Boss übernehmen und dann muss man andere Spieler invasieren und kann von denen dann deren Herzen sammeln, wenn man sie besiegt. Und sich dann irgendwann später selber in einige der Bosse im Spiel verwandeln. Und irgendwie gibt es dann auch so ein Eid und da kann man dann auch selber so eine Bestie werden und das komplette Spielstil ändert sich dann auf einmal. Aber es sind alles halt Gerüchte. Aber es klang trotzdem sehr cool. Falls ein paar Sachen davon stimmen sollten, wäre es sehr, sehr cool. Da würde ich mich dann drauf freuen. Das hat mich nämlich gestern dann schon so ein bisschen auf das Spiel gehypt. Anfangs dachte ich nur, ja, okay, Bloodborne, ja. Aber mittlerweile sieht halt optisch auch viel hübscher aus als Dark Souls. Kann man nicht sagen. Kann man schon sagen, meine ich ja. Dark Souls hat zwar nie geglänzt, aber ihr wisst, was ich meine. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Es wird dann wahrscheinlich als Let's Play gemacht. Also die Chance ist sehr hoch. Ich wüsste zumindest nicht, wieso nicht. Why not? So. Jetzt, wo wir spontan wieder ganz viel Holz haben. Kann ich erstmal wieder ganz viele Platten machen. Ja, 2 Stacks Plattes. Jetzt geht's abers. Hallo. Oh, hätte gar nicht da rausgemusst, egal. Nein. Ich glaube, da habe ich auch verkackt, ne? Ne, es waren sogar 2. Okay, es hat so rumgeglitscht. Ach, wegen dir. Einfach hier einen halben Weg abreißen. Es ist für einen guten Zweck. So. Zack, zack, zack. So. Den Block darf ich nicht abreißen. Ah, okay. Ja, dann müsste ich aber die Steinreihe auch von dort aus hier so lang ziehen. Okay, gut zu wissen. Ja, wenn diese Steinreihe da ist, kann ich mich hier unten nicht frei bewegen. Wenn die weg ist, habe ich hier richtig viel Platz. Ich hätte mein Wasserbecken eins tiefer bauen sollen.
Das wäre ein bisschen klüger gewesen. Ich komme hier gar nicht... Ich ist hier gerade so unordentlich, dass ich nicht weiß, wie ich hiermit umgehen soll mit dem Gebiet. Krass. Hallo, Enderman. Hm. Die doofe Ecke da oben. Ich könnte ja Theo. Ja, komm. Wir machen jetzt hier den krassesten Yolomo oder Dolomo. Wir machen unser Wasserbecken noch kleiner. So. Kann ich das abreißen? Dann reiße ich das auch ab. Wir kommen halt hier jetzt nicht raus, aber lohnt es sich also in keinster Hinsicht. Verdammt! Also kann ich dann doch eigentlich die Platten da lassen, weil da eh keiner hin soll. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Ihr merkt es vielleicht. Gut, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gibt es dann 2 Minuten. Kurz 3 Minuten. Ja, machen wir einfach beim nächsten Mal einfach 12 Minuten. Und bis dann, euer Zimbelmann.